Ich bin Elisa Marie Schweizer, 24 Jahre alt und Gewichtheberin in der Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz. Für mich ist das ein Riesenprivileg. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, weil ich auch ganz genau weiß, wie es ist im Praktikum, im Schichtdienst, ja, da noch Leistung im Training abzurufen. Und ich würde ohne die Sportfördergruppe dieses Trainingspensum nicht schaffen. Ich habe bis zum Studiumbeginn nicht mehr die Perspektive gesehen, dass ich mich sportlich weiterentwickle, habe dann aber trotzdem noch für mich im stillen Kämmerlein trainiert und konnte dann, dadurch, dass der Druck abgefallen ist, nochmal Bestleistung erreichen und habe mich während dem Studium für die Weltmeisterschaft qualifiziert und bin dann nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen worden. Ja, man braucht dafür echt viel Disziplin. Also ich bin dann nach den Vorlesungen oder auch manchmal zwischendrin trainieren gegangen, je nachdem, wie es am besten gepasst hat und habe versucht, das Training als Ausgleich zu sehen. Tatsächlich ja, nur ich bin dann nach dem Abi in die Nationalmannschaft gekommen und das war dann erstmal nicht vereinbar. Dann habe ich erst was anderes studiert, aber habe währenddessen gemerkt, nee, das ist nichts für mich. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich muss jetzt nochmal den Versuch wagen. Es steht noch ein Qualifikationswettkampf bevor für Tokio 21. Da werde ich natürlich alles geben und vielleicht auch nochmal eine Bestleistung raushauen. Aber langfristig sehe ich mich eher in Paris 24, also zumindest ist das mein großes Ziel, wenn es mit Tokio nicht klappt, weil ich jetzt auch meine Technik umgestellt habe und das musste ich alles erstmal festigen. Das Problem war ja auch, dass ich 2 Jahre im Studium alleine trainiert habe, ohne Trainer, und da haben sich viele technische Fehler eingeschlichen. Die Voraussetzungen für die Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz sind einerseits, dass man im Perspektivkader drin ist und andererseits im rheinland-pfälzischen Verein ist. Ganz klar, dass man mit Stresssituationen besser umgehen kann. Das merkt man ja zum Beispiel, wenn wir auf internationaler Bühne stehen und einen Bestleistungsversuch machen müssen. Dann müssen wir alles in diesen Versuch setzen. Und das ist, ja, man muss sich selbst auch unter Kontrolle haben und seinen eigenen Kopf. Und es ist ja in solchen Stresssituationen im Polizeialltag genauso vorzufinden.